Hallo, ich bin Tracy und willkommen, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und hast du das Mikrofon wieder angemacht? Okay, das ist meine Evil-Stimme, das ist meine reale Stimme. Ja. Aber ich habe schon so ziemlich überall hingepinkelt, wo man nur hinpinkeln kann. Oh, ich auch. Ich bin da sehr schmerzfrei, genauso wie ich mal... Was erzählen wir hier eigentlich, Mann? Ich bin Tracy und das ist Chaco, die ich mir heute als Unterstützung dazu geholt habe. Das ist mein erstes Video. Erste Frage von Bunny. Wer würde eher den gekauten Kaugummi von dem Obdachlosen kaufen? Was? Also erstmal, wie diskriminiert das bitte Obdachlose? Was soll das heißen? Ja, er hätte ja auch sagen können, wer würde eher den Kaugummi von jemand anderem kauen? Wer würde eher Bunnys Kaugummi kauen? Ja, wir machen das so. Okay. Wieso mache ich immer alle ekligen Sachen? Weil ich ihn gar nicht kenne. Wenn ich ihn vielleicht ganz cool finde, würde ich auch seinen Kaugummi kaufen. Ja, aber auch wenn wir das jetzt mit dem Obdachlosen gemacht hätten, hättest du auch meinen Namen hochgehalten. Da hat sie leider recht. Mach Radau hat gefragt, wer würde eher im Drogeriemarkt nach Nippelklemmen fragen? 3, 2, 1. Tadam! Was das angeht, bin ich nämlich etwas schmerzfreier, weil... Sie würde zwar die ekligeren Sachen eher machen, aber sobald andere Menschen einbezogen sind, ist unser kleiner Soziopath... Oh, warte! Da ruft die Frau aus dem DM-Markt an und sagt, die Nippelklemmen sind wieder da. Wer würde eher in einer Scheide wohnen? Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Scheide? Was heißt das? In einer Scheide wohnen. Heißt das, dass ich meinen Kopf in eine Scheide stecke und dafür immer drin stecken bleibe und ich mir da Essen reinliefern lassen muss? Oder bedeutet das, dass meine Wohnung aussieht wie eine innere Scheide? Das heißt, eine Gebärmutter, was dann ja schon wieder cool wäre, weil das wäre ja schon wieder so ein Urinstinkt. Jeder von uns hat mal in einer Scheide gestartet. Wir kommen alle aus einer Scheide. 3, 2, 1. Nach diesem inneren Monolog. Du hast so fasziniert darüber gesprochen, dass die Scheide dir gehört. Wer würde sich eher den Namen des Ex-Freunds auf die Stirn tätowieren lassen? 3, 2, 1. Kacke, ich habe gedacht, du hast das so gesagt, weil du dich ziehst. Dann dachte ich, okay, sie hat sich gerade dafür entschieden, Nein, dass ich das auch machen würde. Weil ich kein einziges Tattoo besitze. Und ich mittlerweile auch gar nicht mehr vorhabe, mich tätowieren zu lassen. Und Jaco ist, was Tätowieren angeht, schon voll weit vorn. Und das voll heißt... gut, dass der Name von meinem Ex-Freund so kurz ist. Stell dir mal vor, der würde so Benjamin Pascal. Okay, nächste Frage von Moritz. Wer würde eher mit Atemlos auf Splash auftreten? Auf dem Splash, ach so. Das Splash ist so ein Festival, ne? Das ist ein Hip-Hop-Festival. Ein Hip-Hop-Festival? Also nur cool Leute, da sind keine Helene Fischer-Fans, kann ich dir. So viel kann ich dir sagen. Bist du ein Performer, Jaco? Oder bist du es nicht? Du wirst es sehen. Okay. In 3, 2, 1. Ja. Da kommt der Performer in mir durch. Ja, du hast mehr Bühnenerfahrung und ich würde mir so schön in die Hose scheißen, wenn ich da als Rapper auftreten müsste. Was ich ziemlich cool finden würde. Ich was muss jetzt wieder cool sagen, dass ich Rapper werden möchte. Nicole fragt, wer würde eher 5 Jahre mit einem Fremden zusammenwohnen für 100.000 Euro? Kurze Zwischenfrage. 100.000 Euro, 5 Jahre durch 5 im Jahr. Das heißt, ich habe ich glaub, im Monat... Oh ja, wird sich lohnen. Okay. 3, 2, 1. Wir würden es beide tun, aber auch einfach nur... Weil A, nach einem Monat wäre die Person uns beiden, glaube ich, nicht mehr fremd. Richtig. Und B, hallo, 100.000 Euro? Ja, das waren auch schon unsere Fragen. Wenn ihr den ersten Teil zu unserer... Wer würde er Challenge sehen wollt, dann geht auf Jacos Kanal. Die ist hier verlinkt. Oder da, oder da, oder da. Je nachdem, wo ich das hinmache, weil ich noch nicht genau weiß, wie das geht. Du machst es hier. Da? Immer auf die Brüste. Okay, dann immer auf die Brüste. Dann klickt auf die Brüste oder guckt unten in der Infobox. Und wir sehen uns bald wieder. Peace. Haut rein.